Es ist ja nicht mehr sicher, dass man gute Bibelkenntnisse voraussetzen darf. Und deswegen gestatten Sie mir, dass ich einen Text aus dem Alten Testament zur Einleitung vorlese. Es ist die bekannte Geschichte vom Turmbau zu Babel. Und dort haben, wie Sie wissen, ein Volk, das sich dort niederließ, im Zweistromland, haben also beschlossen, sie wollten einen großen Turm bauen, der bis zum Himmel reicht. Und da heißt es: Und so wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, ein Volk sind sie, und eine Sprache haben sie alle. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich scheinen, was sie zu tun ersinnen. Wohlan, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer die andere des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde, und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. So einen Text kann man mit heutiger Bereitschaft nicht primär im alttestamentlichen religiösen Zusammenhang allein lesen. Man muss unwillkürlich darüber nachdenken, was offenbar diese Einheit und Solidarität einer gemeinsamen Sprache hier das eigentlich Tragende eines enormen Willens und einer grenzenlosen Zuversicht in die eigene Berufung zur Herrschaft darstellte. Ich meine, wenn wir von diesem Text ausgehen, werden wir uns unwillkürlich fragen müssen, wie es in unserer Welt aussieht, die wir ganz gewiss nicht diesen Weg der Einheit einer Sprache haben und, wie ich glaube, auch nie haben werden. Und wie wir gerade dadurch vielleicht mehr, als wenn wir sie hätten, vor der Versuchung gefeit werden, unsere Kräfte ins Vermessene anzuwenden. Das jedenfalls ist das Motiv, warum ich das Thema zum Abschluss dieser Reihe, die ich selber nicht habe mit anhören können, aber die ja von vielen Fachleuten und von vielen interessierten Studenten mit großem Interesse aufgenommen worden sind. Das also ist der Grund, warum ich dieses Thema so formuliert habe. Ich möchte mich fragen, natürlich als Philosoph ist mein Geschäft die Begriffe. Es geht darum, was ist Sprache? Und es geht darum, was ist Welt? Es geht darum, was ist vieles und was ist eines. Und der Turmbau zu Babel wiederholt in einer vielleicht verstellten Form, in einer ins Umgekehrte verstellten Form das Problem. Wir werden uns fragen dürfen, selbstverständlich hat nach der alttestamentlichen Überlieferung, die Geschichte ist ja ganz isoliert im Erzählungszusammenhang des ersten Buches Moses. Es ist sicherlich ältestes Gut, die Alttestamentler werden wissen, wo es herkommt oder vielleicht auch nicht, aber jedenfalls hat es eine so komplizierte Hintergrundgeschichte, dass sie mir die aktualisiert dieses Themas, das ich hier vornehme, wohl nachsehen können. Ich frage jetzt also ganz unabhängig von der Geschichte, nicht in der Absicht, sie zu interpretieren. Ich meine, sie rührt einen genug an, damit sie jeder mit heutigen Ohren hören kann. Wenn wir also diese Geschichte zum Ausgangspunkt nehmen,
dann werden wir nur zum Schluss dahin zurückkommen können und zu fragen, wie sieht der Turmbau zu Babel oder das, was ihm gleichen kann, in unserer Welt aus? Nun, eine Antwort hat die Geschichte des Abendlandes auf diese Geschichte ja selber gegeben. Und das ist der Sonderweg der Menschheit, der im Abendland durch die Entstehung der Wissenschaft eingeschlagen worden ist. Und Sie wissen, die Wissenschaft und gerade auch das, was wir heute die Wissenschaften nennen, also mit vorzugsweise die Naturwissenschaften, sie alle sind ja nicht auf Gedeih und Verderb, wenn auch in anderer Weise, aber nicht als Wissenschaft durch ihre Sprachabhängigkeit bedingt. Das gerade ist ja der ungeheure Schritt, den die Menschheit mit der Entstehung schon des griechischen Denkens gemacht hat, dass sie sozusagen den Logos, die Logik, dass sie die Denknotwendigkeiten in ihrer sozusagen rücksichtslosen Abstraktion legitimiert hat. Das ist zunächst der Anfang unserer ganzen weltgeschichtlichen Lage. Es ist also wirklich so, wie hier es im Text formuliert war, es sieht so aus, als ob man alles, was man ersinnen kann, nun ausführen könnte, wenn man diese ungeheuren Leistungen der Abstraktionskraft des Menschen und dieser auf die Mathematik gegründeten Beherrschung der Naturkräfte und indirekt auch der gesellschaftlichen Kräfte im Auge hat. Nun, wenn wir von dieser Überlegung ausgehen, dann ist es wohl klar, worum es eigentlich geht. Zunächst merkt man schon an dem Beginn, wie die Griechen sozusagen selbstverständlich, und das gilt ja im Grunde für jede lebendige Kultur, ihre Sprache für die richtige Sprache ansehen. Irgendwo hat man ja doch noch immer, selbst mit einem rein muttersprachlichen Instinkt, ein sonderbares Gefühl, dass ein Pferd in einer anderen Sprache Horse heißt. Gehört sich eigentlich nicht. Nun, Sie sehen, worum es hier geht, ist, was für eine gewaltige Abstraktionsleistung die Menschheit begonnen hat und wie sie zunächst dies in einer vollen Sprachvergessenheit tut. Denn die Griechen hatten ein einziges Wort für alle, die nicht Griechisch konnten. Das waren die Barbaren, die Barbaroi. Das Wort kennen sie alle, nicht nur aus dem Gebrauch, den wir dem Fremdwort machen, sondern auch aus der Theatertechnik. Wenn ein Volksgemurmel entstehen muss, dann müssen nämlich alle Leute Rhabarber sagen. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Heute macht man das ja sicher mit einer Maschine. Früher haben das menschliche Stimmen sehr eindrucksvoll gesagt, dieses Rhabarberreden. Das heißt, etwas Unverständliches sagen. Etwas, was überhaupt keine Sprache ist. Nun, von diesem Ausgangspunkt aus ist natürlich der Weg des Abendlandes auf seinen großen Routen, die ich hier nicht im Einzelnen vor Ihnen ausbreiten kann, doch recht deutlich geworden. Wir sehen sofort, wie zwei Kultursprachen diese antike Welt, aus der dann die Geschichte der Wissenschaften in der Neuzeit ihre neuen Kräfte gesogen hat, wie die griechische Sprache und die lateinische Sprache als Kultursprache diese antike Oikumene, diese bewohnte Welt beherrschte und wie das dann als Gelehrtensprache bis zu dem Beginn der Neuzeit völlig üblich war. Man vergisst im Allgemeinen, selbst als Philosoph, dass Kants Kritik der reinen Vernunft eigentlich eine Übersetzung aus dem Lateinischen ins Deutsche ist. Wir werden sehen, was das bedeutet, dass man seine eigene Nationalsprache entwickeln muss,
um etwas zu sagen und vielleicht auch, um andere zu verstehen. Jedenfalls ziele ich auf diese Anwendung unseres weltgeschichtlichen Prozesses, in dem die Gelehrtensprache des Mittelalters und die Kirchensprache des Mittelalters schließlich durch die Bibelübersetzungen zur Entwicklung der Nationalsprachen führte. Ich gebe ein ganz grobes Gemälde nur, das sich erinnert daran, wie es gekommen ist, dass wir heute doch unter den Forschern, auf denen unsere technische Perfektion beruht, mehr oder minder der Weg zur Tafel der kürzeste ist, an die wir etwas schreiben. Und das sind dann für uns unverständliche Symbole. Es hat mit Sprache in dem Sinne, in dem unsere Muttersprache uns mitgegeben ist und so mit uns verwachsen ist, wie ich das ja an dem Beispiel mit dem Worte Pferd Ihnen deutlich zu machen suchte. Dass also dieser ganze Zusammenhang von Sprachlichkeit hier in beherrschender Form durch eine mathematische Symbolik von großartigster Vollendung ermöglicht ist und dass wir nun, das ist doch unsere Weltlage, alle unsere Vernunft brauchen, um diese ungeheuren Potenziale des Wissens und des Könnens vernünftigen Anwendungen entgegenzuführen. Das war der Ausgangspunkt, um dessen Willen ich die Geschichte vom Turmbau zu Babel erzählte. In der Tat, zunächst scheint der Zusammenhang zwischen Welt und dem Menschen durch diese neue Beherrschung der Natur und der Gesellschaft mit Hilfe der modernen Wissenschaft eine in sich eindeutige Sache. Und doch wissen wir doch alle nur zu gut, dass dies zwar eine für unsere ganze Überlebensmöglichkeit unentbehrliche Bedingung ist, dass wir eine solche Zahl von Menschen auf diesem Planeten ernähren können, dass es aber nicht heißt, dass die Wissenschaft als solche in der Lage wäre, die Probleme zu lösen, die in der Anwendung der Wissenschaft die friedliche Koexistenz zwischen den Nationen und dergleichen unsere eigentliche Überlebensaufgabe ist. Es ist klar, dass unter diesen Umständen die Sprachvergessenheit in gewissem Sinne ein Charakter unserer Zivilisation ist. Vielleicht ist das nicht einmal auf unsere Zivilisation beschränkt, denn das große Rätsel der Sprache, das Sie ja alle auch in Ihrem Interesse an diesem Kursus anzieht, ist ja doch, was eigentlich Sprache ist, dass sie so sich vollzieht, so zwischen uns sozusagen Namen stiftet, wie es im Alten Testament hieß, und Zusammenballung, Zusammenführung in eine, in den Augen dieser Erzählung, gottwidrigen Machtballung sich vereinigt hat. Was also ist es, was Sprache eigentlich ist? Wir wissen alle, wie die Versuche um eine Einheitssprache, um eine Ars Combinatoria, wie sie etwa durch Leibniz und Mathematiker der Zeit entwickelt worden ist, wie das ungeheure Fortschritte auch für die künftige Entwicklung der Mathematik und damit auch unseres technischen Könnens heraufgeführt hat. Trotzdem ist es doch klar, es war eine Art Gegenerinnerung, die mit der deutschen Romantik begann, mit dieser Grenzziehung gegenüber einer sich selbst übersteigenden Aufklärung, in der auch die Sprache in ihrer selbstständigen Universalität ins Bewusstsein trat. Wilhelm von Humboldt ist, wie Sie alle wissen,
der Begründer der Sprachphilosophie und der Sprachwissenschaft, der vergleichenden Sprachwissenschaft und damit der ganzen wissenschaftlichen Entwicklung des Sprachproblems, von dem andere Menschen sehr viel mehr wissen als ich. Wie hat sich das in der Philosophie ausgeprägt? Nun, wir leben, so sagte ich schon, in diesem Jahrhundert in einer Art von Linguistik-Turn, eine Wendung zur Sprachlichkeit. Und das ist einmal in England passiert, als einer der begabtesten Schüler von Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, für Russell selber ganz unverständliche neue Interessen fand in der ordinary language, in dem Sprachgebrauch, in der Form, wie wir reden, wenn wir uns miteinander verständigen und dergleichen mehr. Der Name Wittgenstein ist heute einer der ganz großen Namen der Philosophie unseres Jahrhunderts. Und der zweite entsprechende Vorgang ist in unserer deutschen Tradition erfolgt. Ich meine den Übergang von der Phänomenologie im Stile des und ihrer Vorgänger des Neukantianismus, aber insbesondere der Phänomenologie von Husserl zu der hermeneutischen Wende, die Heidegger der Phänomenologie hinzugefügt hat. Da ist auch auf einmal das Sprachliche, die Grundverfassung des menschlichen Daseins, sprachlich zu sein, so beherrschend, dass sogar die Metaphysik, die Lehre von dem, was Sein heißt, offenbar in einen neuen Zusammenhang gerückt wird. Das Sprachgeschehen ist mehr ein Ereignis. Das Wort, das einer sagt, ist nicht einfach ein begriffliches Symbol, das man dann in formalisierter Form wiederum mathematisiert in Gleichungen darstellen kann. Das Wort ist auch da wieder eines, das einen trifft. Die Ausdrücke bei Wittgenstein sind ganz ähnlich. Er spricht von Sprachpragmatik, das heißt, Sprache gehört in die Praxis, in das menschliche Miteinander und Zueinander. Und die Hermeneutik sagt, die Sprache gehört in das Gespräch. Das heißt, die Sprache ist überhaupt nur, was sie ist, wenn sie Verständigungsversuche, wenn sie Austausch und Rede und Gegenrede erfährt, wenn sie Antwort und Frage ist. Sozusagen die Grundorientierung, in der wir überhaupt von Sprache heute in der Philosophie denken, hat sich dadurch gewandelt. Es geht nicht mehr allein um diesen Umriss, den bleibenden Umriss der Gestalten und der Arten in der lebendigen Natur oder auch in der Gesetzmäßigkeit der Mechanik und Dynamik der modernen Physik. Es geht jetzt noch um anderes. Es geht offenbar um etwas, was nicht unmittelbar so direkt von unserem Interesse aus gesehen werden darf. Das ist der neue Schritt, in dem wir uns befinden, dass wir die Sprache nun auf einmal als einen Weg zum Begreifen, ja als eine Art Vorarbeit für das Begreifen denken. Und wenn ich in einer vielleicht unglücklichen, aber eben doch durch die Umstände legitimierten Form als Untertitel wählte und das Verstehen der Welt, so wäre es eigentlich doch genauer, es etwas anders zu formulieren. Erstens, was heißt der Welt? Was ist denn das? Die Lateiner sagten dafür das Universum.
Dann, als die deutschen Nationalsprachen ihr Selbstbewusstsein entwickelten, sagt man im Deutschen das All oder das Weltall. Und als der Neuhumanismus in der klassischen Zeit Goethes das Griechische plötzlich gegenüber dem Lateinischen und der Gelehrtensprache in den Vordergrund erhob, hieß es plötzlich Kosmos. Alexander von Humboldt, berühmtes Werk, hat ja geradezu diesen Titel. So kann man an der Wortgeschichte des Wortes für die Welt schon allerhand lernen. Und wenn man dann noch sieht, dass Welt, ich halte nicht viel von Etymologien, meistens sind sie von Gelehrten gefunden, die sich gegenseitig ja nichts lieber tun, als sich zu widerlegen. Und deswegen sind auch die meisten Etymologien immer wieder bezweifelt worden. Aber im Falle von Welt können wir wohl kaum bezweifeln, wenn wir an World im Englischen denken, dass hier der Stamm Wehr drinsteckt, Werald, also der Wehrmann, das Wehrgeld, der Wehrwolf, also all das, was Mensch heißt. Kurz, Welt ist Menschenwelt. Das ist die ursprüngliche Bedeutung in den germanischen und indogermanischen Sprachen. Das besagt schon etwas, dass wir hier uns daran erinnern müssen, dass es um das Verstehen der Welt nicht allein in dem Sinne geht, in dem uns etwa der Traum einer Weltgleichung, wie ihn Heisenberg noch wenige Jahre vor seinem Hinscheiden geträumt hat. Also nicht eine solche Form des Verstehens der Welt, in der man die Physik zu einem einheitlichen Lehrgebilde zusammenschließen könnte, was ja vielleicht im Zuge der weiteren physikalischen und sonstigen Forschung gelingen wird. Nicht in dem Sinne natürlich geht es darum, etwa die Welt zu verstehen. Die Welt ist zunächst für den Menschen das, worin er ist und wo er mitten darin ist und wo er nicht in diesem ungeheuren Abstand, mit dem der Physiker in gelassener Weise sagt, wir wollen die Gleichung mal anschreiben. Selbst dieser Ausdruck anschreiben verrät diese ungeheure Vermittlung der modernen Wissenschaft, ihre gar nicht so ursprünglich aus den ersten Lalllauten des Säuglings und des ersten Austauschs zwischen Mutter und Kind ihren Ursprung nimmt. Ich würde also sagen, interpretieren wir unsere Titellinie lieber so: sich verstehen in der Welt. Das ist die Aufgabe, die die Vielheit der Sprachen, die Vielfalt der Sprachen in einer Dringlichkeit an uns herangetragen hat, von der ich in meinen Einleitungsworten gesprochen habe. Nun, was ist dieses Sein in der Welt, in dem wir uns zu verstehen suchen? Die Welt, gewiss, ist nicht mehr Gegenstand. Das hat Kant bereits in seiner berühmten Kritik der Antinomienlehre gezeigt, dass die Welt als Ganzes niemals ein Gegebenes ist. Und deswegen auch nicht mit den Mitteln der Naturwissenschaft sozusagen als ein ganzes Gegebenes erklärt werden kann. Genauso ist es jedenfalls und erst recht für uns alle klar, und hier nehme ich in der Tat einen meiner Lieblingsbegriffe auf, den Magnificenz schon in Erinnerung gerufen hat, Welt ist auch Horizont. Horizont. Diese lebendige Erfahrung, die wir alle kennen, die den Blick ins Unendliche gerichtet hält
und dieses Unendliche weicht mit jeder noch so großen Anstrengung und mit jeder noch so großen Geschwindigkeit immer nur weiter neuen Horizonten und neuen Horizonten. Das heißt, die Welt ist in diesem Sinne für uns ein ganz großer Bereich, in dessen Mitten wir unsere bescheidene Orientierung suchen. Und ob wir diese Orientierung nur auf dem Wege über die Fortschritte der Naturwissenschaft und der sich an sie anlehnenden Sozialwissenschaften werden wirklich gehen dürfen, das verlangt doch einen Augenblick der Besinnung. Denn jetzt geht es doch darum, dass wir sehen müssen, die Welt, nicht nur die Welt ist so etwas, sondern unser Sein inmitten der Welt, diese fragile Stellung zwischen einem tierischen Lebewesen und einem mit gefährlichen Denkmitteln ausgerüsteten Naturwesen, diese Ausgesetztheit des Menschen aus den Instinktlinien, in denen die lebendige Natur sich sonst gebieterisch oder besser gehorsam dem Gebot der Natur ständig unterwirft. So ist der Mensch in eine sonderbare Freiheit gestellt. Kant ist der große Denker gewesen, der uns diese metaphysische Bedeutung des Begriffes der Freiheit ein für allemal hätte lehren sollen. Er hätte uns lehren sollen, dass es zum Beispiel ein Unding war, als mit der Unbestimmtheitsrelation in den 20er Jahren allerhand ehrenwerte Gelehrte und Forscher sich dazu hergaben zu sagen, wir wären jetzt dem Beweis für die Freiheit einen Schritt näher gekommen. Meine Herren und Damen, wenn das von der Wissenschaft abhängen soll, ob sie sich für etwas verantwortlich fühlen oder nicht, das wäre doch wohl eine traurige Abtretung ihrer höchsten, eigensten, persönlichsten Rechte und Pflichten. Kant hat das Vernunftfaktum der Freiheit genannt. Das heißt, es gehört dafür zu uns als Wesen, die sich selber verstehen wollen, die also in diesem Sinne vernünftige Wesen sind, gehört es unausbleiblich dazu, dass wir diese Fähigkeit der Wahl oder der Zurechnung, Kant hat nie behauptet, dass es eine je aus freiem Willen getane Handlung gibt. Er hat nur gesagt, so müssen wir uns denken, wenn wir in unserer gemeinsamen Welt miteinander leben wollen und diese gesellschaftlichen Institutionen, Rechtsordnung, Sittenordnung und was es alles ist, um uns aufbauen wollen. Alles dieses ist dann durch die Moralphilosophie Kants, den berühmten kategorischen Imperativ, haben Sie keine Angst, ich erkläre Ihnen nicht. Es genügt mir, wenn Sie das eigentliche Motiv sehen, um das es geht, wenn wir von der Freiheit sprechen. Sich in der Welt verstehen, hatte ich gesagt, das ist eigentlich das Thema. Und das heißt, sich miteinander zu verstehen. Und miteinander sich verstehen, das heißt den anderen verstehen. Und das ist moralisch, nicht logisch, die schwerste menschliche Aufgabe überhaupt. Wir leben in dieser durch die monologische Wissenschaften, die Wissenschaften sind ein einziger großer Monolog, in dem sie in der Tat darauf stolz ist, und auch stolz sein kann, dass sie Sicherheiten, Gewissheiten, Kontrollierbarkeiten eingeführt hat, die von den Schwächen der zufälligen Subjektivitäten in weitem Umfange abgeschirmt sind.
Trotzdem geht es offenbar noch um etwas anderes in unserer Welt und für uns alle, einschließlich der Wissenschaft und ihrer Forschung. Es ist eben so, dass wir sehen müssen, wie wir das Rätsel unseres Daseins wirklich in den angemessenen Formen und nicht dem eines sich inmitten der Welt zu einer Art Weltherrschaft aufschwingenden Wesen denken müssen. Wir müssen lernen zu sehen, dass der andere eine primäre Grenzsetzung unserer Eigenliebe und unserer Egozentrik ist. Das ist ein allgemeines moralisches Problem. Das ist auch ein politisches Problem, meine Damen und Herren. Ich kann das gar nicht ernsthaft in diesen Wochen und Monaten sagen, was für eine ernste Seite das hat, dass wir lernen müssen zu einem wirklichen Zusammenschließen innerhalb der Verschiedenheit der Sprachkulturen und der Sprachtradition. Es ist so, wie wir das nun langsam werden lernen müssen, dass wir die eigentliche Produktivität der Sprache abklinken von diesen Regelsystemen, mit denen man richtig und falsch unterscheidet. Wir meinen doch, wenn wir sprechen, vor allen Dingen, dass wir uns in dem anderen dadurch verständlich machen, dass der andere mir antworten kann, mich bestätigen, mich korrigieren kann, alles das, was zu einem echten Gespräch gehört. Heidegger hat einmal als junger Mann einen Ausdruck gebraucht, der inzwischen bekannt geworden ist durch die Veröffentlichung seiner Jugendvorlesungen. Es weltet. Ein wunderbarer Ausdruck. Ich erinnere mich, als einer meiner Jugendfreunde, er war ein expressionistischer Dichter und war deswegen für Sprachkühnheiten natürlich schon ein bisschen vorbereitet. Es weltet, ist das nicht wunderbar, sagte er. Nun, es ist in der Tat damit etwas ganz Wesentliches gesehen, nämlich diese Öffnung in eine offene Horizonte, in vielerlei offene Horizonte hinein. Denn wer hört auf den anderen, hört immer auf jemanden, der seinen Horizont hat. Das ist zwischen ich und du dieselbe Sache wie zwischen den Nationen oder zwischen den Kulturkreisen. Überall stehen wir vor diesem gleichen Problem. Wir müssen lernen, dass gerade im Hören auf den anderen der eigentliche Weg sich öffnet, indem wir Solidaritäten finden. Es ist also genau umgekehrt, als es in der Geschichte vom Turmbau in Babel dort als Wahnideal diesen Leuten da vorschwebte, wir müssen uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die Oberfläche der Welt zerstreuen, sondern in diesem Namen sozusagen zusammenbleiben. Das ist der Name sozusagen, von dem aus man den anderen nicht mehr hören kann. Sie sehen, worauf es mir ankommt bei dem Thema, ist, dass wir vor dieser Aufgabe stehen, die Vielfalt der Sprache. Nicht als etwas durch Rationalisierung oder Bürokratisierung zu Minderndes ansehen, sondern dass wir sie in ihren schöpferischen Kräften nicht nur bewahren und pflegen und schonen, sondern ihnen ein neues Gehör geben. Das hat viel zu sehr gefehlt in der Welt des Experten, wobei ich nicht bestreiten will, dass es unendlich viele Experten gibt, die ein Ohr für die Bedürfnisse der Menschheit oder der Gesellschaft haben. Aber nicht, weil sie Experten sind, sondern weil sie Menschen mit einem offenen Verantwortungsgefühl für die Menschheit und ihre Schicksale sind. Also, ich stelle neben
den Welthorizont, in den wir hineinleben, den Sprachhorizont. Und dass dieser ein Plural ist, eine Vielheit von Horizonten, ist nicht etwas, was wir durch irgendeine besondere Einheitsmechanik verringern sollten. Wir haben Übersetzungen. Gut, das ist unsere literarische Welt. Dolmetschen ist schon was Besseres. Ich habe gelernt, als ich mit den Russen zu verhandeln hatte als Leipziger Rektor, wie es nicht darauf ankam, meinen Partner, der mir da gegenüber saß, den Russen zu überzeugen, sondern den Dolmetscher. Der sollte dann das sagen, was meinen Anliegen nützlich ist. Wenn er nur übersetzt hätte, was ich sage, hätte ich vermutlich nicht den Erfolg gehabt, den ich dadurch hatte, dass ich den Dolmetscher gewann. Sehen Sie, Dolmetschen ist noch ein Rest von lebendigem Gespräch. Vermittelt, gebrochen. Aber doch so, wenn man nicht so töricht ist, wörtliche Übersetzungen zu verlangen. Das allerdings ist nicht nur im Gespräch mit fremden Sprachen, das ist auch, wenn man sein eigenes Buch etwa in einer fremden Sprache wieder lesen muss. Dann entdeckt man, mein Gott, wie schrecklich genau seid ihr mit mir verfahren. Das kann ja kein Mensch mehr verstehen. Das ist, gehört auch bitte, das sind nicht einfach Scherze, sondern daran sollen Sie sehen, worum es geht. Das ist eigentlich Sprechen und Hermeneutik. Dass wir diese Möglichkeit entwickeln, das, was der andere eigentlich meint, ihm zu übermitteln und von ihm die Antwort, das Gegenwort zu empfangen. Ich bin deswegen der Meinung, dass wir alles übersetzen als ein Hilfsmittel durchaus pflegen müssen. Und je mehr wir uns dabei dessen klar sind, dass der neue Text sprechen muss und nicht so hinten dahinter das ganze Gerüst der Fremdensprache mitdeckt. So können wir also offenbar auch in anderer Form noch weiterkommen, dass wir uns klar sind, es geht nicht nur um das Übersetzen, es geht auch und gerade darum, dass wir lernen, in unserem Umgang miteinander das, was der andere eigentlich sagen will, aufzunehmen und durch die Antwort zu höherer Klarheit zu bringen. Die Bürokratisierung ist, wie Max Weber gezeigt hat, das eigentliche Schicksal unserer Zivilisation. Das ist ein sehr wahres Wort, das sich immer mehr in seiner Bedeutung zeigt. Es liegt ein bisschen gerade auch im Kreise der akademischen Welt und ihrer Aufgaben, die natürlich mit den Massenmedien und mit den Schulen und allem, was daran hängt, eine innerliche organische Einheit sind. Es liegt an ihnen, dass wir Sprache in ihren schöpferischen Möglichkeiten ehren und pflegen. Das lässt sich nicht so durch bloße Institutionen machen, sondern nur durch den lebendigen Austausch. Und deswegen ist es wirklich so, dass der Pluralismus, in dem wir leben, in allen Bereichen, nicht nur in den Baustilen, sondern ebenso auch in den Formen, in denen wir uns ständig in der Literatur oder in der Kunst oder sonst wo bewegen. Auch jedes dichterische Werk, auch jedes Kunstwerk ist ein anderes, ist auf eine geradezu fordernde Weise anders und verlangt unsere Antwort. Das ist der Punkt, an dem ich sozusagen die Aufgabe der Philosophie in unserer Zeit sehe. Pluralistische Welt, das ist das neue Babel, in dem wir uns befinden. Aber diese pluralistische Welt, in der wir uns befinden, enthält unsere Aufgaben. Und zwar nicht im Sinne einer rationalisierenden Planung
und Verplanung, sondern im Sinne der immer wiederen Weckung produktiver Einfälle, produktiver Versuche. Auch Sprache ist eben schließlich nicht, was wir das sogenannte Zeitungsdeutsch nennen, dass wenn das jemand spricht, merkt das jeder, dass das eigentlich keine Sprache mehr ist, sondern eine Umgangsinformationsarbeit, die als solche natürlich ihren Wert und ihre Notwendigkeit hat. Also ich würde sagen, neben dieser alles gleichmachenden Informatik, mit der sich künftig wahrscheinlich noch in ganz anderem Maße Verfügbarkeiten in unserem gesellschaftlichen Leben breitmachen werden, umso wichtiger wird, dass Sprache in ihren eigensten Möglichkeiten, nämlich das treffende Wort zu finden und, verzeihen Sie, wenn ich das auch sage, und das treffende Schweigen. Denn auch im richtigen Augenblick sich eine Antwort nicht erlauben oder gar mit dem einzigen Interesse an irgendeine These heranzutreten, ist dann nicht ein logischer Widerspruch. Das ist eine richtige Erziehungstechnik in Debattiernationen, die wir ja zum Teil kennen, zu denen wir Deutschen wohl nicht gerade durch Talent berufen sind. Aber auch dort zeigt das seine negativen Seiten. Wir müssen das Gespräch als diese innere Wahrheitsmöglichkeit verteidigen gegen die Unterwerfung unter die Regel und damit unter das von anderen Verfügte. Nun, ich könnte sagen, damit haben wir einen besseren Begriff von Vernunft gewonnen. Das ist nicht etwa irrational, weil es nicht mehr kalkulieren ist. Es ist im Gegenteil ein vielseitigerer Anblick von Vernunft, so wie das unsere Sprache uns das ja auch sagt, aber sei doch vernünftig und argumentiere doch nicht so wild drauf los, wie man etwa in einem Streit zwischen zwei Menschen sagt. Was heißt das da, dass man vernünftig sein soll? Nun, es soll offenbar heißen, dass man das, was der andere hat sagen wollen, in seinen positiven Intentionen aufgreift und indem man ihn darin versteht, dann auch die Möglichkeit schafft, mit ihm vielleicht zu Lösungen in den Streitfragen zu kommen. Alle Diplomatie zum Beispiel beruht ja auch wesentlich darin, dass solche Möglichkeiten wahrgenommen werden. Ich möchte Ihnen ein Wort über den Begriff der Bildung sagen. Da redet man so vom Bildungsbürger, da redet man von den Zeiten der höheren Bildung. Da redet man von dem Klassengegensatz, der durch eine übertriebene Patentierung akademischer Qualitäten in unserer deutschen und preußischen Gesellschaft wohl recht zweifelhafte Wirkungen getan hat. Aber was ist eigentlich Bildung? Da erlauben Sie mir einen größeren zitieren. Es ist ein Wort von Hegel. Bildung heißt, sich die Dinge vom Standpunkt eines anderen ansehen können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen, dass Ihre Studien Ihnen nicht nur zu Können und zu Patenten verhilft, sondern auch zu dieser Bildung einen anderen in seinen Gesichtspunkten ansehen zu können. Ich danke Ihnen. Nicht als etwas durch Rationalisierung oder Bürokratisierung zu Minderndes ansehen, sondern dass wir sie in ihren schöpferischen Kräften nicht nur bewahren und pflegen und schonen, sondern ihnen ein neues Gehör geben. Das hat viel zu sehr gefehlt in der Welt des Experten, wobei ich nicht bestreiten will, dass es unendlich viele Experten gibt, die ein Ohr für die Bedürfnisse der Menschheit oder der Gesellschaft haben. Aber nicht, weil sie Experten sind, sondern weil sie Menschen
mit einem offenen Verantwortungsgefühl für die Menschheit und ihre Schicksale sind. Also, ich stelle neben den Welthorizont, in den wir hineinleben, den Sprachhorizont. Und dass dieser ein Plural ist, eine Vielheit von Horizonten, ist nicht etwas, was wir durch irgendeine besondere Einheitsmechanik verringern sollten. Wir haben Übersetzungen. Gut, das ist unsere literarische Welt. Dolmetschen ist schon was Besseres. Ich habe gelernt, als ich mit den Russen zu verhandeln hatte als Leipziger Rektor, wie es nicht darauf ankam, meinen Partner, der mir da gegenüber saß, den Russen zu überzeugen, sondern den Dolmetscher. Der sollte dann das sagen, was meinen Anliegen nützlich ist. Wenn er nur übersetzt hätte, was ich sage, hätte ich vermutlich nicht den Erfolg gehabt, den ich dadurch hatte, dass ich den Dolmetscher gewann. Sehen Sie, Dolmetschen ist noch ein Rest von lebendigem Gespräch. Vermittelt, gebrochen. Aber doch so, wenn man nicht so töricht ist, wörtliche Übersetzungen zu verlangen. Das allerdings ist nicht nur im Gespräch mit fremden Sprachen, das ist auch, wenn man sein eigenes Buch etwa in einer fremden Sprache wieder lesen muss. Dann entdeckt man, mein Gott, wie schrecklich genau seid ihr mit mir verfahren. Das kann ja kein Mensch mehr verstehen. Das ist, hört auch bitte, das sind nicht einfach Scherze, sondern daran sollen Sie sehen, worum es geht. Das ist eigentlich Sprechen und Hermeneutik. Dass wir diese Möglichkeit entwickeln, das, was der andere eigentlich meint, ihm zu übermitteln und von ihm die Antwort, das Gegenwort zu empfangen. Ich bin deswegen der Meinung, dass wir, es geht darum, was ist vieles und was ist eines. Und der Turmbau zu Babel wiederholt in einer vielleicht verstellten Form, in einer ins Umgekehrte verstellten Form das Problem. Wir werden uns fragen dürfen, selbstverständlich hat nach der alttestamentlichen Überlieferung, die Geschichte ist ja ganz isoliert im Erzählungszusammenhang des ersten Buches Moses, es ist sicherlich ältestes Gut, die Alttestamentler werden wissen, wo es herkommt oder vielleicht auch nicht, aber jedenfalls hat es eine so komplizierte Hintergrundgeschichte, dass sie mir die aktualisiert, dieses Thema, das ich hier vornehme, wohl nachsehen können. Ich frage jetzt also ganz unabhängig von der Geschichte, nicht in der Absicht, sie zu interpretieren. Ich meine, sie rührt einen genug an, damit sie jeder mit heutigen Ohren hören kann. Wenn wir also diese Geschichte zum Ausgangspunkt nehmen, dann werden wir nur zum Schluss dahin zurückkommen können und zu fragen, wie sieht der Turmbau zu Babel oder das, was ihm gleichen kann, in unserer Welt aus? Nun, eine Antwort hat die Geschichte des Abendlandes auf diese Geschichte ja selber gegeben. Und das ist der Sonderweg der Menschheit, der im Abendland durch die Entstehung der Wissenschaft eingeschlagen worden ist. Und Sie wissen, die Wissenschaft und gerade auch das, was wir heute die Wissenschaften nennen, also mit vorzugsweise die Naturwissenschaften, sie alle sind ja nicht auf Gedeih und Verderb, wenn auch in anderer Weise, aber nicht als Wissenschaft durch ihre Sprachabhängigkeit bedingt. Das gerade ist ja der ungeheure Schritt, den die Menschheit mit der Entstehung schon des griechischen Denkens gemacht hat, dass sie sozusagen den Logos, die Logik, dass sie die Denknotwendigkeiten in ihrer sozusagen rücksichtslosen Abstraktion legitimiert hat.
Das ist zunächst der Anfang unserer ganzen weltgeschichtlichen Lage. Es ist also wirklich so, wie hier es im Text formuliert war. Es sieht so aus, als ob man, zunächst merkt man schon an dem Beginn, wie die Griechen sozusagen selbstverständlich, und das gilt ja im Grunde für jede lebendige Kultur, ihre Sprache für die richtige Sprache ansehen. Irgendwo hat man ja doch noch immer, selbst mit einem rein muttersprachlichen Instinkt, ein sonderbares Gefühl, dass ein Pferd in einer anderen Sprache Horse heißt. Gehört sich eigentlich nicht. Nun, Sie sehen, worum es hier geht, ist, was für eine gewaltige Abstraktionsleistung die Menschheit begonnen hat und wie sie zunächst dies in einer vollen Sprachvergessenheit tut. Denn die Griechen hatten ein einziges Wort für alle, die nicht Griechisch konnten. Das waren die Barbaren, die Barbaroi. Das Wort kennen sie alle, nicht nur aus dem Gebrauch, den wir dem Fremdwort machen, sondern auch aus der Theatertechnik. Wenn ein Volksgemurmel entstehen muss, dann müssen nämlich alle Leute Rhabarber sagen. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Heute macht man das ja sicher mit einer Maschine. Früher haben das menschliche Stimmen sehr eindrucksvoll gesagt, dieses Rhabarberreden. Das heißt, etwas Unverständliches sagen. Etwas, was überhaupt keine Sprache ist. Nun, von diesem Ausgangspunkt aus ist natürlich der Weg des Abendlandes auf seinen großen Routen, die ich hier nicht im Einzelnen vor Ihnen ausbreiten kann, doch recht deutlich geworden. Wir sehen sofort, wie zwei Kultursprachen diese antike Welt, aus der dann die Geschichte der Wissenschaften in der Neuzeit ihre neuen Kräfte gesogen hat, wie die griechische Sprache und die lateinische Sprache als Kultursprache diese antike Oikumene, diese bewohnte Welt beherrschte und wie das dann als Gelehrtensprache bis zu dem Beginn der Neuzeit völlig üblich war. Man vergisst im Allgemeinen, selbst als Philosoph, dass Kants Kritik der reinen Vernunft eigentlich eine Übersetzung aus dem Lateinischen ins Deutsche ist. Wir werden sehen, was das bedeutet, dass man seine eigene Nationalsprache entwickeln muss, um etwas zu sagen und vielleicht auch, um andere zu verstehen. Jedenfalls ziele ich auf diese Anwendung unseres weltgeschichtlichen Prozesses, in dem die Gelehrtensprache des Mittelalters und die Kirchensprache des Mittelalters, können wir also offenbar auch in anderer Form noch weiterkommen. Dass wir uns klar sind, es geht nicht nur um das Übersetzen. Es geht auch und gerade darum, dass wir lernen, in unserem Umgang miteinander das, was der andere eigentlich sagen will, aufzunehmen und durch die Antwort zu höherer Klarheit zu bringen. Die Bürokratisierung ist, wie Max Weber gezeigt hat, das eigentliche Schicksal unserer Zivilisation. Das ist ein sehr wahres Wort, das sich immer mehr in seiner Bedeutung zeigt. Es liegt ein bisschen gerade auch im Kreise der akademischen Welt und ihre Aufgaben, die natürlich mit den Massenmedien und mit den Schulen und allem, was daran hängt, eine innerliche organische Einheit sind. Es liegt an ihnen, dass wir Sprache in ihren schöpferischen Möglichkeiten ehren und pflegen. Das lässt sich nicht so durch bloße Institutionen machen, sondern nur durch den lebendigen Austausch. Und deswegen ist es wirklich so, dass der Pluralismus, in dem wir leben, in allen Bereichen, nicht nur in den Baustilen, sondern ebenso auch in den Formen, in denen wir uns ständig in der Literatur oder in der Kunst oder sonst wo bewegen, auch jedes
dichterische Werk, auch jedes Kunstwerk ist ein anderes, ist auf eine geradezu fordernde Weise anders und verlangt unsere Antwort. Das ist der Punkt, an dem ich sozusagen die Aufgabe der Philosophie in unserer Zeit sehe. Pluralistische Welt, das ist das neue Babel, in dem wir uns befinden. Aber diese pluralistische Welt, in der wir uns befinden, enthält unsere Aufgaben. Und zwar nicht im Sinne einer rationalisierenden Planung und Verplanung, sondern im Sinne der immer wiederen Weckung produktiver Einfälle, produktiver Versuche. Auch Sprache ist eben schließlich nicht, was wir das sogenannte Zeitungsdeutsch nennen, dass wenn das jemand spricht, merkt das jeder, dass das eigentlich keine Sprache mehr ist, sondern eine Umgangsinformationsarbeit, die als solche natürlich. Und so wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, ein Volk sind sie, und eine Sprache haben sie alle. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich scheinen, was sie zu tun ersinnen. Wohlan, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer die andere des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde, und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. So einen Text kann man mit heutiger Bereitschaft nicht primär im alttestamentlichen religiösen Zusammenhang allein lesen. Man muss unwillkürlich darüber nachdenken, was offenbar diese Einheit und Solidarität einer gemeinsamen Sprache hier das eigentlich Tragende eines enormen Willens und einer grenzenlosen Zuversicht in die eigene Berufung zur Herrschaft darstellte. Ich meine, wenn wir von diesem Text ausgehen, werden wir uns unwillkürlich fragen müssen, wie es in unserer Welt aussieht, die wir ganz gewiss nicht diesen Weg der Einheit einer Sprache haben und, wie ich glaube, auch nie haben werden. Und wie wir gerade dadurch vielleicht mehr, als wenn wir sie hätten, vor der Versuchung gefeit werden, unsere Kräfte ins Vermessene anzuwenden. Das jedenfalls ist das Motiv, warum ich das Thema zum Abschluss dieser Reihe, die ich selber nicht habe mit anhören können, aber die ja von vielen Fachleuten und von vielen interessierten Studenten mit großem Interesse aufgenommen worden sind. Das also ist der Grund, warum ich dieses Thema so formuliert habe. Ich möchte es in der Tat damit etwas ganz Wesentliches gesehen, nämlich diese Öffnung in eine offene Horizonte, in vielerlei offene Horizonte hinein. Denn wer hört auf den anderen, hört immer auf jemanden, der seinen Horizont hat. Das ist zwischen ich und du dieselbe Sache wie zwischen den Nationen oder zwischen den Kulturkreisen. Überall stehen wir vor diesem gleichen Problem. Wir müssen lernen,
dass gerade im Hören auf den anderen der eigentliche Weg sich öffnet, indem wir Solidaritäten finden. Ist also genau umgekehrt, als es in der Geschichte vom Turmbau in Babel dort als Wahnideal diesen Leuten da vorschwebte: Wir müssen uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die Oberfläche der Welt zerstreuen, sondern in diesem Namen sozusagen zusammenbleiben. Das ist der Name sozusagen, von dem aus man den anderen nicht mehr hören kann. Sie sehen, worauf es mir ankommt bei dem Thema, ist, dass wir vor dieser Aufgabe stehen, die Vielfalt der Sprachen. Nicht als etwas durch Rationalisierung oder Bürokratisierung zu Minderndes ansehen, sondern dass wir sie in ihren schöpferischen Kräften nicht nur bewahren und pflegen und schonen, sondern ihnen ein neues Gehör geben. Das hat viel zu sehr gefehlt in der Welt des Experten, wobei ich nicht bestreiten will, dass es unendlich viele Experten gibt, die ein Ohr für die Bedürfnisse der Menschheit oder der Gesellschaft haben. Aber nicht, weil sie Experten sind, sondern weil sie Menschen mit einem offenen Verantwortungsgefühl für die Menschheit und ihre Schicksale sind. Also, ich stelle neben den Welthorizont, in den wir hineinleben, den Sprachhorizont. Und dass dieser ein Plural ist, eine Vielheit von Horizonten, ist nicht etwas, was wir durch irgendeine besondere Einheitsmechanik verringern sollten. Wir haben Übersetzungen. Gut, das ist unsere literarische Welt. Dolmetschen ist schon was Besseres. Ich habe gelernt, wenn auch in anderer Weise, aber nicht als Wissenschaft, durch ihre Sprachabhängigkeit bedingt. Das gerade ist ja der ungeheure Schritt, den die Menschheit mit der Entstehung schon des griechischen Denkens gemacht hat, dass sie sozusagen den Logos, die Logik, dass sie die Denknotwendigkeiten in ihrer sozusagen rücksichtslosen Abstraktion legitimiert hat. Das ist zunächst der Anfang unserer ganzen weltgeschichtlichen Lage. Es ist also wirklich so, wie hier es im Text formuliert war, es sieht so aus, als ob man alles, was man ersinnen kann, nun ausführen könnte, wenn man diese ungeheuren Leistungen der Abstraktionskraft des Menschen und dieser auf die Mathematik gegründeten Beherrschung der Naturkräfte und indirekt auch der gesellschaftlichen Kräfte im Auge hat. Nun, wenn wir von dieser Überlegung ausgehen, dann ist es wohl klar, worum es eigentlich geht. Zunächst merkt man schon an dem Beginn, wie die Griechen sozusagen selbstverständlich, und das gilt ja im Grunde für jede lebendige Kultur, ihre Sprache für die richtige Sprache ansehen. Irgendwo hat man ja doch noch immer, selbst mit einem rein muttersprachlichen Instinkt, ein sonderbares Gefühl, dass ein Pferd in einer anderen Sprache Horse heißt. Gehört sich eigentlich nicht. Nun, Sie sehen, worum es hier geht, ist, was für eine gewaltige Abstraktionsleistung die Menschheit begonnen hat und wie sie zunächst dies in einer vollen Sprachvergessenheit tut. Denn die Griechen hatten ein einziges Wort für alle, die nicht Griechisch konnten. Das waren die Barbaren, die Barbaroi. Das Wort kennen sie alle, nicht nur aus dem Gebrauch, den wir dem Fremdwort machen, sondern auch
aus der Theatertechnik. Wenn ein Volksgemurmel entstehen muss, dann müssen nämlich alle Leute Rhabarber sagen. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Heute macht man das ja sicher mit einer Maschine. Früher haben das menschliche Stimmen sehr eindrucksvoll gesagt, dieses Rhabarberreden. Das heißt, etwas Unverständliches sagen, aber nicht als Wissenschaft, durch ihre Sprachabhängigkeit bedingt. Das gerade ist ja der ungeheure Schritt, den die Menschheit mit der Entstehung schon des griechischen Denkens gemacht hat, dass sie sozusagen den Logos, die Logik, dass sie die Denknotwendigkeiten in ihrer sozusagen rücksichtslosen Abstraktion legitimiert hat. Das ist zunächst der Anfang unserer ganzen weltgeschichtlichen Lage. Es ist also wirklich so, wie hier es im Text formuliert war, es sieht so aus, als ob man alles, was man ersinnen kann, nun ausführen könnte, wenn man diese ungeheuren Leistungen der Abstraktionskraft des Menschen und dieser auf die Mathematik gegründeten Beherrschung der Naturkräfte und indirekt auch der gesellschaftlichen Kräfte im Auge hat. Nun, wenn wir von dieser Überlegung ausgehen, dann ist es wohl klar, worum es eigentlich geht. Zunächst merkt man schon an dem Beginn, wie die Griechen sozusagen selbstverständlich, und das gilt ja im Grunde für jede lebendige Kultur, ihre Sprache für die richtige Sprache ansehen. Irgendwo hat man ja doch noch immer, selbst mit einem rein muttersprachlichen Instinkt, ein sonderbares Gefühl, dass ein Pferd in einer anderen Sprache Horse heißt. Gehört sich eigentlich nicht. Nun, Sie sehen, worum es hier geht, ist, was für eine gewaltige Abstraktionsleistung die Menschheit begonnen hat und wie sie zunächst dies in einer vollen Sprachvergessenheit tut. Denn die Griechen hatten ein einziges Wort für alle, die nicht Griechisch konnten. Das waren die Barbaren, die Barbaroi. Das Wort kennen sie alle, nicht nur aus dem Gebrauch, den wir dem Fremdwort machen, sondern auch aus der Theatertechnik. Wenn ein Volksgemurmel entstehen muss, dann müssen nämlich alle Leute Rhabarber sagen. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Heute macht man das ja sicher mit einer Maschine. Früher haben das menschliche Stimmen sehr eindrucksvoll gesagt, dieses Rhabarberreden. Das heißt, etwas Unverständliches sagen. Etwas, was überhaupt keine Phänomenologie hinzugefügt hat. Da ist auch auf einmal das Sprachliche, die Grundverfassung des menschlichen Daseins, sprachlich zu sein, so beherrschend, dass sogar die Metaphysik, die Lehre von dem, was Sein heißt, offenbar in einen neuen Zusammenhang gerückt wird. Das Sprachgeschehen ist mehr ein Ereignis. Das Wort, das einer sagt, ist nicht einfach ein begriffliches Symbol, das man dann in formalisierter Form wiederum mathematisiert in Gleichungen darstellen kann. Das Wort ist auch da wieder eines, das einen trifft. Die Ausdrücke bei Wittgenstein sind ganz ähnlich. Er spricht von Sprachpragmatik, das heißt, Sprache gehört in die Praxis, in das menschliche Miteinander und Zueinander. Und die Hermeneutik sagt, die Sprache gehört in das Gespräch. Das heißt, die Sprache ist überhaupt nur, was sie ist, wenn sie Verständigungsversuche, wenn sie Austausch und Rede und Gegenrede erfährt, wenn sie
Antwort und Frage ist. Sozusagen die Grundorientierung, in der wir überhaupt von Sprache heute in der Philosophie denken, hat sich dadurch gewandelt. Es geht nicht mehr allein um diesen Umriss, den bleibenden Umriss der Gestalten und der Arten in der lebendigen Natur oder auch in der Gesetzmäßigkeit der Mechanik und Dynamik der modernen Physik. Es geht jetzt noch um anderes. Es geht offenbar um etwas, was nicht unmittelbar so direkt von unserem Interesse ausgesehen werden darf. Das ist der neue Schritt, in dem wir uns befinden, dass wir die Sprache nun auf einmal als einen Weg zum Begreifen, ja als eine Art Vorarbeit für das Begreifen denken. Und wenn ich in einer vielleicht unglücklichen, aber eben doch durch die Umstände legitimierten Form, als Untertitel wählte und das Verstehen der Welt, so wäre es eigentlich doch genauer, es etwas anders zu formulieren. Erstens, was heißt der Welt? Was ist denn das? Die Lateiner sagten dafür das Universum. Dann, als die deutschen Nationalsprachen ihr Selbstbewusstsein entwickelten, sagt man im Deutschen das All oder das Weltall. Und als der Neuhumanismus in der klassischen Zeit Goethes das Griechische plötzlich gegenüber dem Lateinischen und der Gelehrtensprache in den Vordergrund erhob, hieß es plötzlich Kosmos. Alexander von Humboldt, berühmtes Werk, hat ja geradezu diesen Titel. So kann man an der Wortgeschichte des Wortes für die Welt schon allerhand lernen. Und wenn man dann noch sieht, dass Welt, ich halte nicht viel von Etymologien, meistens sind sie von Gelehrten gefunden, die sich gegenseitig ja nichts lieber tun, als sich zu widerlegen. Und deswegen sind auch die meisten Etymologien immer wieder bezweifelt worden. Aber im Falle von Welt können wir wohl kaum bezweifeln, wenn wir an World im Englischen denken, dass hier der Stamm Wehr drinsteckt, Werald, also der Wehrmann, das Wehrgeld, der Wehrwolf, also all das, was Mensch heißt. Kurz, Welt ist Menschenwelt. Das ist die ursprüngliche Bedeutung in den germanischen und indogermanischen Sprachen. Das besagt schon etwas, dass wir hier uns daran erinnern müssen, dass es um das Verstehen der Welt nicht allein in dem Sinne geht, in dem uns etwa der Traum einer Weltgleichung, wie ihn Heisenberg noch wenige Jahre vor seinem Hinscheiden geträumt hat. Also nicht eine solche Form des Verstehens der Welt, in der man die Physik zu einem einheitlichen Lehrgebilde zusammenschließen könnte, was ja vielleicht im Zuge der weiteren physikalischen und sonstigen Forschung gelingen wird. Nicht in dem Sinne natürlich geht es darum, etwa die Welt zu verstehen. Die Welt ist zunächst für den Menschen das, worin er ist.